Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Hier ist nämlich ein verdammter Fahrstuhl, ob den die Quest hätte zeigen können. Aber nein, wieso sollte man auch? Wäre ja auch zu einfach gewesen, Bethesda. Also, jedes verdammte Spiel rechnet damit, dass die Spieler so dämlich sind wie so eine Erdnuss. Außer Fallout 76. Die denken sich, die Spieler wissen doch, dass es sowas wie Fahrspiele gibt. Oh, The Beast of Grafton. Cool, die Bestie von Grafton Teil 2 hinzugefügt. Nice Sache. So, was haben wir hier? Ach, das ist schon mein Ziel. Nee, echt jetzt? Wieso zeigt er immer noch da hinten in die Richtung? What the fuck? Oh, das ist doch mein Ziel. Kinder, wer hätte gedacht, dass ihr einmal dieses verschummrige Untergeschoss zu sehen bekommt? Zuallererst sollte ich vorausschicken, dass es sehr böse ist, Leuten Schmerzen zuzufügen. Das solltet ihr niemals tun. Wir tun es gewiss nicht. Auch wenn es hier unten vielleicht danach aussehen mag. Doch manchmal muss ein Unternehmen zwecks Innovation drastische Maßnahmen ergreifen, und um lukrative Regierungsaufträge zu sichern. Schließlich ist das Wichtigste im Leben die Sicherung des Auskommens. Erst kommt das Essen und dann die Moral. Zum Glück hat sie erst später gesagt, dass das nicht so gut ist, Menschen zu verletzen, weil ich hab's ja schon getan. Wow, 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 was ist das? 75%ige Chance, den Schaden durch Spieler um 8% zu reduzieren. Ja, gut. Plus 1 Wahrnehmung und das Gewicht von Munition ist um 20% verringert? Das ist ja schon eine geile Nummer, ne? Was zum? Achso. Ich wollte gerade sagen, wieso ist alles schwarz? So, ich wiege jetzt 375. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt dafür rausgenommen habe. Es ist der linke Arm. Gucken wir mal. Ah, gut. Schadensresistenz. Ja. Ich finde den Arm mit Wahrnehmung und so weiter ist jetzt besser. Also, den habe ich sehr gern jetzt. Dann nehmen wir das hier mit. Ich bin glücklich. Endlich mal. Ein Rüstungsteil, was ich auch wirklich behalten will. Mr. Folterknecht. Sergej, ich habe keine Ahnung, was Sie glauben zu hören oder von wem. Aber wir führen keine, ich wiederhole, keine Experimente zur Überwindung der Schmerztoleranzgrenze durch. Gleichfalls, und das kann ich gar nicht genug betonen, stellen wir keine Gliedmaßenprototypen für sogenannte Mr. Folterknechte im Auftrag irgendeiner Regierungsbehörde her. Und selbst wenn dem so wäre, was es nicht ist, wäre es keine Folter. Es wäre ein erweitertes Verhör. Wir sind hier schließlich in Amerika, um Himmels Willen. So, ich habe, einfach nur um die ganze Scheiße hier jetzt mal ein bisschen zu erleichtern, mir ein Guide rausgesucht, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt ins Research Labor. Robotics Research Labor. Ich glaube, du bist wieder zurück. Ja, sieht danach aus, als bist du wieder zurück. Aber ich möchte mich hier gerne umsehen, weil offensichtlich habe ich diesen Fahrstuhl im Leben noch nie gesehen. Na gut, viel zum Umsehen gibt es ja eigentlich nicht. Außer den Typen hier. Ach, der hat es geschafft, hierher zu kommen. Glückwunsch. Na gut, aber dafür, dass hier ein Legendärer auf mich gewartet hat, war schon nice. Und Mr. Folterknecht ist natürlich auch besser. Ist aber doch besser als Mr. Handy oder so, oder? Richtig schöner Mr. Folterknecht. Den hätte ich auch gern zu Hause. Einfach nur für die Katzen. So. Research Wing. Okay, wir sind hier im Research Flügel und das hier wird wahrscheinlich dann unser Ziel sein. Hier führen wir unsere Roboterforschung durch. Darauf habt ihr kleinen Robotiker bestimmt alle schon gewartet. Roboter sind unglaublich. Bleibt genügend Spielraum zum Experimentieren, können wir sie für jede Aufgabe programmieren.
In einem Experiment testen wir eine Idee, die sogenannte Hypothese, auf ihre Umsetzbarkeit. Diese Tour ist ebenfalls ein Experiment. Ja. Hier testen wir, ob kleine Kinder die Wunder hochgeheimer Technik wirklich zu schätzen wissen. Wisst ihr, wie ich dazu stehe? Nein? Tja, das habe ich mir gedacht. Weiter geht's. Das, was ihr hier testet, ist die Geduld eines Menschen. Die ist nicht sehr hoch. Seht, wie aufregend! Hier werden die von uns designten Roboter angefertigt. All unsere Roboter bestehen aus austauschbaren Teilen. Das heißt, wir können alles Mögliche auswechseln, um ihnen neue Aufgaben zu geben. Darum bereitet Mr. Handy bei euch zu Hause Pfannkuchen zu, während er in der Armee Laserstrahlen und Maschinengewehre abfeuert und Flammenwerfer und Raketen. Stellt euch all die coolen Sachen vor, die euer Roboter für euch tun könnte, wenn ihr so viel Geld hättet wie das Militär. Ich weiß nicht, was könnte er denn für mich machen? Könnte er für mich zur Arbeit gehen? Das wäre schon recht hilfreich. Man könnte ich hier chillig aufnehmen. Aber ich glaube, das ist der Sinn von Arbeit eigentlich voll für den Arsch, oder? Wenn ein Roboter das für dich macht. Wenn ein Roboter für dich zur Arbeit geht und deinen Job macht. 15% Schaden gegen das Monster von Grafton. Okay. Dann ist doch... Das wäre doch voll bescheuert, oder? Ich meine, du würdest zu Hause sitzen, das Geld kassieren und der Typ, den du quasi gekauft hast, der würde für dich Geld verdienen. Hier befindet sich die Qualitätskontrolle. Wie ihr seht, handelt es sich um einen winzigen, rauchgefüllten Raum, in dem unsere Spezialisten per Hand Teile untersuchen. Ineffizient, meint ihr? Kaum. Ein Roboter kann diese Art von Arbeit nämlich nicht durchführen. Das solltet ihr euch merken, Kinder. Manchmal braucht echte, mühsame Arbeit einen menschlichen Anstrich. Auch wenn es eigentlich unnötig ist. So. Es ist seltsam, dass nur die erste Station so scheiße war, ne? Oder gewollt. Ja. Ja, cool, ich hab's überlebt. Kinder, ein Augenbot. Diesen Roboter haben wir sogar selbst erfunden. Diese kleinen Kerle verbreiten Propaganda. Habt ihr schon mal von Propaganda gehört? Sicher habt ihr das, auch wenn ihr es nicht wisst. Propaganda lehrt uns, wie böse und schlimm bestimmte Ideen sind. Nehmt euch vor ihnen in Acht, auch wenn sie harmlos klingen mögen. Alle fremden Ideologien sind haltlos unterlegen. Lasst euch nicht das Gegenteil erzählen. Aber das Prinzip ist doch eigentlich voll für den Arsch. Wieso entwickeln sie einen Augenbot, bei dem jeder weiß, selbst sie sagen es den Leuten, hey, das ist nur Propaganda. Man baut einen Bot, schickt ihn raus, um Propaganda zu verbreiten und sagt den Leuten dann aber, dass er Propaganda verbreitet. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Als Robcom müsstest du eher sagen, hey, das ist alles die Wahrheit. Anstatt zu sagen, ja, der baut eigentlich nur Scheiße. Der ist einfach nur dazu da, um Müll zu sein. Schießt ihn ruhig ab. Völlig bescheuert. Und hier kommen wir zu etwas höchst Geheimen. Wisst ihr, was geheim bedeutet? Nein. Es bedeutet, dass ihr niemals darüber sprechen dürft. Tatsächlich heißt es, dass ihr lieben Pfadfinderpioniere dieses Schild nicht hättet sehen dürfen. Zum Glück seid ihr noch zu jung zum Lesen, nicht wahr? Robobrain. Das ergibt doch auch keinen Sinn. Sind die von Robco alle bescheuert oder so? Ey, das ist ein geheimes Projekt, aber schreibt mal ruhig das geheime Projekt mit Schild an die Wand. Das passt schon. Tüfteln. Es ist dem Vorstand zu Ohren gekommen, dass sie versuchen, dem Projekt die Stimme Watogas, die Stimme und Persönlichkeit ihrer verstorbenen Mutter zu verleihen. Mir ist bewusst, dass sie sich nahestanden. Ich weiß, wie es ist, eine geliebte Person zu verlieren. Doch wir können diese schwerwiegende Missachtung gegenüber den Projektspezifikationen nicht ohne Tadel hinnehmen.
Ganz egal, wie viel Verständnis wir für ihren persönlichen Verlust aufbringen, sollten sie diese Spielereien nicht beenden und sämtliche diesbezügliche Änderungen aus Projektprogramm und Dateien löschen, werden wir ihr Arbeitsverhältnis ohne zu zögern aufheben. Danke für Ihr Verständnis und Ihre umgehende Zustimmung in dieser Angelegenheit. Nein. Das hast du jetzt nicht gemacht, Zero. Hab die anderen beiden Modelle verschrottet. Ich muss wiederkommen. Kinder, Zeit für eine weitere Wahrheit der harten Arbeitswelt. Wenn ihr einmal groß und stark seid, bekommt ihr einen Chef. Chefs sind schlauere und besser entlohnte Individuen, die euch sagen, wie ihr zu arbeiten habt, selbst wenn sie völlig ahnungslos sind. Und ihr müsst tun, was sie euch sagen, selbst wenn es keinen Sinn ergibt, wie zum Beispiel euer geheimes Forschungslabor süßen kleinen Pfadfinderpionieren zu präsentieren. Aber wer bezahlt, der bestimmt die Regeln. Merkt euch das. Damit ist unsere Tour beendet. Es hat mich gefreut, euch all diese geheime Technologie zu präsentieren. Bitte sorgt dafür, dass ihr, eure Eltern und nahe Verwandte am Ausgang die Verschwiegenheitserklärung unterschreibt. Einen schönen Tag noch und denkt dran, Schweigen ist Gold. Ich sag nur... Oh, Herr Ender, was machen Sie denn da? Ich mache meine Maschine sauber. Ja, aber das ist doch komplett ineffizient. Ja, aber ich habe doch keine Arbeit. Ja, aber warum machen Sie denn die Maschine sauber? Ja, weil ich nichts zu tun habe. Können Sie nicht was anderes machen? Sag ich, ja, haben Sie was anderes zu tun? Sagt er, nö. Chefs. Manchmal. Weißt du, einfach so eine kleine Mini-Atombombe nehmen. Sie dann in die Welt stecken und er wird draufdrücken. Einfach so. Weil die Menschen dumm sind. So. Hoffen wir mal, dass er keine Let's Plays von Fallout 76 guckt. Wir wollen jetzt aus diesem Gebäude entfliehen. Ich muss dringend nach Hause und diese zwei Modelle sichern. Ich werde die Tage wiederkommen und die anderen Modelle nochmal mitnehmen. Die waren unten, ne? Also einer war bei der Herstellung und ich weiß nicht, wo der andere war. Scheiße. Ihr habt euch doch sicher gemerkt, wo ich die Modelle alle hergenommen habe. Die letzten beiden auf dem Schreibtisch, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Die anderen beiden, die ich gefunden habe. Einer war bei der Herstellung, der andere, wo war der nochmal? Ich brauche die. Die sind überlebenswichtig. Die weite Landschaft von Fallout 76. Boom. So, wir sind zu Hause angekommen. Hier fehlt wahrscheinlich noch ein ganzes Stück. Aber... Ach ja, ich habe keine Baggerrüstung an, ne? Wenn ich diese Waffe in der Hand habe, denke ich immer, ich habe eine Baggerrüstung an. So. Ich möchte nur ganz, ganz kurz Dinge sichern. Wieso ist hier momentan keine Waffe drin? Hier, Mr. Fatman. Der Mr. Fatman. Stimmt, den habe ich ja auch einfach nur dabei, weil ich noch ein paar Dinge abschießen muss, ne? Na gut. Habe ich meine Vitrine nicht ausgepackt oder ist die hier unten? Ah. Die Vitrine, der Schaukasten. Schrott. Lass mich raten, den anderen habe ich auch schon verballert. Das ist ja noch eine andere Figur, ne? Der dürfte auch weg sein. Shit. Egal, Augenbot-Modell. Ach, verdammt. Ah, doch, ist drin. Nee, doch, ich hatte noch eine andere Figur gefunden gehabt, ne? Aber die ist wahrscheinlich auch schon verschrottet. Danke, Bifester, dafür. Echt. Das sollte einzigartiger Schrott sein, sowas. Das ist doch Sammelware. Wo ist der andere hin? Ja, super, den sieht man auch so schön. Hä?
Ich hatte zwei. Da, Wachbordmodell. Hä? Oder passt der da nicht rein? Ist der zu groß? Das ist doch kacke. Da hat der verdammte Puppe reingepasst. Tada. Ja, ich hatte noch mehr Figuren, aber die sind alle wahrscheinlich weg. Geil. Einfach geil. So, lass mich mal ganz kurz den Schrott, den ich jetzt habe, verschrotten. Jetzt gehen wir runter und gucken, ob das Zeug immer noch in der Vitrine ist. Ah, sehr schön. Immerhin. So. Ja, viel habe ich jetzt nicht hier am Start, ne? Immerhin 3 Stück. Es hätte schon viel, viel mehr sein können, aber Vifesta hat sich ja leider dazu entschieden, das sehr, sehr spät erst zu lesen. So. Wir hatten Stromprobleme, stimmt. Wir wollten ja hier noch ein paar Leitungen durchziehen. Kriegen wir das noch hin jetzt in dieser Folge? Ja, kriegen wir noch hin. So, Ich schaffe wirklich noch ein bisschen was. Stromanschlüsse. Einen seitlichen. Ich möchte das Ganze ja hier unten durchführen. Und dann auf der anderen Seite rausgehen, ne? Okay. Wir brauchen aber erstmal einen hier. Der wird dann verbunden. Dann gehen wir nämlich hier runter. Dann benötigen wir noch einen hier an der... Ja. Hier so. Und dann verbinden wir diese auch. Und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, den hier erstmal ein Stück weiter hochzusetzen. Oh, soll ja auch gut aussehen, ne? Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, hier drunter weiterzubauen. Am besten so am Rand entlang. Ja, so nah müssen wir eigentlich nicht bauen. Können auch ein paar Ressourcen sparen, ne? Dann hier so einen hin. Und dann einen hier ganz am Rand entlang. Ja, sehr schön. Und den können wir dann direkt verbinden mit dem hier. Und der geht dann hoch. Das ist der Plan. Gucken wir mal, ob er aufgeht. Dann haben wir nämlich Strom und können wieder Geld verdienen. Das haut ja super hin. Jetzt musst du noch das hier hinhauen. Ja, das war ja klar. Gut, dann müssen wir halt noch eine Ecke hin platzieren. Und zwar hier am besten, wenn es denn gehen würde. Nein, das ist doch grün. Wie fest, da wisst ihr nicht, wie grün aussieht? Hä? Habt ihr noch nie eine grüne Farbe gesehen? Ah, geht doch. So. Stromproblem erledigt. Jetzt haben wir wieder einen Shop. So. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Wände zu Ende bauen und dann fehlt das Dach. Und dann sind wir soweit fertig. Zumindest mit dem Haus an sich. Aber müsste ich nicht noch irgendwie was gelagert haben? An Wänden meine ich. Eine Tür haben wir gelagert. Die amerikanische Flagge. Wir müssen uns auch hier mit dem Zaun noch was ausdenken, ne? Also wie wir das mit der Flagge... wir haben schon eine Flagge, achso. Aber ist gar kein Problem. Ich würde nämlich gerne noch mal kurz auf Böden zurückgreifen und einen kleinen Boden nämlich hier hinsetzen, wo dann die amerikanische Flagge stehen kann. So... Das mit dem Zaun ist natürlich eine echt eklige Angelegenheit. So. Ich glaube, das hat vorher nicht funktioniert. So.
So, wenn wir das jetzt... Hä, es hat doch gerade gepasst. Wieso passt das denn bitte so hin? Spiel. Ich möchte dich gerne einlagern. Lagern, so. Was zum Teufel? Okay, wir müssen das hier nochmal kurz... woanders hinstellen. Also, passt doch. Kann das sein, nämlich, dass diese Flagge alles so ein bisschen sabotiert? Warum geht das denn nicht? Seid ihr wie bescheuert? Okay, pass auf. Wir nehmen das hier und lagern das. Ach so, das hält mein Haus zusammen. Allein das hält mein Haus zusammen. Das hört sich schon so bescheuert an. Oh, okay. Kann ich? Nee. Hallo, Bau. Wieso kann ich da jetzt nichts hinbauen? Hä? Da steht doch gerade noch die Flagge. Es zum. So, jetzt kann ich das hier aber entfernen, ne? Ja. Und stattdessen packen wir zwei von der Scheiße dahin. Und diese lagern wir ein. So, jetzt müsste das aber mit dem Zaun funktionieren. Als man hier bei diesem Spiel tricksen muss ohne Ende. Ach, es gibt ja auch die kleinen Zäune. Ja. Gut zu wissen. Wo ist der Große hin? Achso, das sind Varianten. Ist klar. Okay, es funktioniert nicht. Alles gar kein Problem, wir haben ja hier den Kleinen, ne? Zack. Geht doch. Haut doch hin. Wieso nicht gleich so? Jetzt brauchen wir aber doch einen Kleinen. Denn alle wissen, Zero hat keinen Kleinen, deswegen muss er sich erstmal einen organisieren. So. Kommt hier noch ein Kleiner hin? Zack, perfekt. Unser Zaun ist soweit fertig. Puh, Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2. Wände. Wir brauchen unsere Wände. Uns fehlt Beton. Ich möchte gerne Beton suchen. So. Versuche ist markiert. Und damit können wir erstmal weitergehen, weil uns... Oh nein. Ach Gott. Ja, super. Mein Strom geht wieder nicht. Ey, ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. So. Hä? Da. So, verbinden wir den ganzen Scheiß nochmal, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ist fast wie so ein Hobby. Dinge verbinden. So, Strom ist wieder aktiv. Ich muss sagen, also bisher ist das meine beste Siedlung. Ne, mit so einem Steg kann man hier hingehen und einkaufen. Hier fehlen dann noch ein paar Türen. Na, wir haben ja Türen, ne? Wir haben Türen. Irgendwo. Hier. Zack. Eine Tür. Die Wände. Oh, wir müssen auf jeden Fall vier Wände noch hin. Hier eine Tür.
Hier zwei geschlossene Wände und drei geschlossene Wände und eine Tür brauche ich noch. Und dann haben wir die Sache auch durch. Ja, dann fehlt halt nur noch ein bisschen so der Stil meiner Wohnung. Ups, muss ich dann noch verbessern und dann kriegen wir das hin. Auf jeden Fall möchte ich gerne, weil es gibt eine Sache, die mich nervt momentan. Jedes Mal, wenn ich ins Spiel reingehe, dann wird mir eine tägliche Quest gegeben. Und zwar... Ehrenbegräbnis. Gerftons Bürgermeister hat gesagt, dass der Kurator von Prickett's Fort meine Hilfe braucht. Das werden wir jetzt nämlich machen, weil mir das übelst auf den Sack geht, dass ich erstmal 5 Minuten warten muss, bevor ich meine Aufnahme starten kann. Ist ja cool hier. Hab ich ja vorher gar nicht gesehen, dass hier so ein Weg nach oben ist. Wohin führst du mich? Weise mir den Weg. Nirgendwo hin. Beste Butze aller Zeiten. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. So, wieso habe ich noch eine sonstige Quest? Das brauche ich nicht. Sprich mit Sweetwater. Na gut. Machen wir erstmal das. Aber erst in der nächsten Folge, Freunde. Wir sehen uns dann wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.